Herzlich willkommen zu Mario Brothers. Aber ich spiele das Spiel alleine, deswegen ohne Brother sozusagen, nur Mario. Ja, das ist sozusagen das erste Spiel, das Marios Name in sich trägt. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und ja. Das ist etwas schwierig zu steuern. Einen habe ich weggekickt, tatsächlich. Dabei muss ich ehrlich sagen, dass ich keinen Plan habe, wie dieses Spiel funktioniert. Anscheinend. Okay. Ich habe es aber langsam raus. Ich mische die Münze. Danke. Das gibt 800 Punkte. Oh. Da kommt so eine Flamme. Und das habe ich nicht bedacht. Nächste Runde. Hier kommt Luigi vor, wie ich schon gesagt habe. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Luigi in dem Spiel vorkam. Der kam schon mal in einem... Hallo. Der kam schon mal in einem Game & Watch Spiel vor. Beziehungsweise diesem Spiel selbst, plus halt in der Game & Watch Edition. Ich spiele die SNES-Version. Kann man auch von vorne? Naja, von vorne geht auch. Das ist aber schon das Game Over. So, Game B kann ich nochmal probieren. Diese Musik, ich weiß nicht, woher die kommt, aber sie kommt ganz sicher nicht aus diesem Spiel. Ja, das war das Fail. Ach, man kann da durchspringen. Nein. Okay, da kommt nochmal so eine Flamme und noch eine. Hilfe! Hilfe! Das ist auch so ein Spiel, das für mehrere Plattformen rauskam. Um nochmal Atari zu nennen, zum Beispiel Atari 7800. Was ist denn das hier? Man kann nichts machen. Ja, also. Den habe ich schon mal. Ich vergesse mal ein bisschen, dass man. Der bei der anderen Seite wieder rauskommt. Ach, Mist. Schon Game Over. Hm, alles klar. Ja, wie gesagt, es gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus. Ah, die Steuerung ist. Man muss sich dran gewöhnen, denke ich. Okay, man muss sich an alles gewöhnen, wenn man es so sieht. Wer eins geschafft sozusagen? Ach, Phase. Okay, Phase nennt man das Ganze. Heutzutage. Ja, also eh mal früher zutage. Wenn ich mir sicher bin, dass niemand früher zutage sagt. So. Ach so, der kommt dann durch die Münze wieder zurück. Ich gebe mein Bestes. Ey. Hm.
Krieg ich? Yes. Ah, Mist. Schlecht. Aber trotzdem noch ausgewichen. So, wie bekomme ich den am besten? Jetzt geht der Scheiß wieder los. Scheiße. Gut. Ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen in der Steuerung drin. Testius, alles klar. Ach so, jetzt soll ich das hier einsammeln. Ja, man sieht, dass ich es drauf habe. Hol ich mir lieber die zwei. Ach, den habe ich leider nicht mehr bekommen. Schade. Mal 800, kein Bonus. Okay. Ach, jetzt gibt's Krabben. Au, die muss man zweimal hitten. Ich sehe das Problem. Ach, der bleibt so wütend. Was? Okay, der... Hilfe? Was? Wie kann das denn passieren? Ich habe immer noch ein Leben, das ist gut. Willst du mich verarschen? Hey! Dieses Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt nicht viel zu sagen. Um ehrlich zu sein. Hier kann ich leider nicht so wie in Donkey Kong alle Stages zeigen. Was einerseits daran liegt, dass es hier schwieriger ist, alle zu zeigen. Andererseits, weil ich schlechter im Spiel bin. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Stages es eigentlich gibt. Oh. Unfair. Gibt es irgendeine Regel, wo die rauskommen? Also wenn der jetzt die andere Röhre geht, dass der bei der Röhre dann auch rauskommt? Oh Mann. So. Zack. Ach, jetzt kann ich nur einen anhalten, sozusagen. Hä, warum dreht er sich denn um? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Den muss ich noch bekommen? Yes. Perfekt. Achso, jetzt ist wieder die Bonusphase. Ich glaube, man muss alles sammeln für den Bonus. Was mir, wenn ich sowas abziehe, wird es ganz sicher. Kein Bonus, ja, man muss alles sammeln, das ist dumm. Dann ist es wohl eher etwas, was ich nicht mehr schaffe. Was? Er rennt halt voll rein! Mein letztes Leben. Was macht ihr denn? Diese Steuerung. In den ersten Spielen ist es halt noch so, dass ich die mehr, also den Großteil des Spiels zeige. Halt später nicht mehr möglich ist, wenn die Spiele dann nicht innerhalb von, naja,
10 Minuten an sich durchgespielt sein können. Wie es jetzt bei Donkey Kong der Fall ist und war. Aber ich hab's schon langsam drauf, das Game. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut bin, aber wenn man mich, wenn man den meine Anfänge vergleicht, das mache ich am besten so. Vielleicht erstmal den hier anhalten werde. Zack. Zack. Oh, der wird gerade wieder auf. Knappes Ding. Hol ihn dir. Oh, jetzt wird er schnell. Ah, es scheint eine Regel zu geben, dass wenn er rechts reingeht, dass er links rauskommt oder so ähnlich. Wenn er rechts reingeht, auch links rauskommt, meine ich. Ich bin am Arsch. Oh ne. Ja, das ist die Regel. Bitte. Zack. Das müsste es, wenn mir nicht so eine Scheiße passiert. Ja, das. Okay, es ist. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es so ist. Gut. Gut. Ich will es gerne mal schaffen, das Ganze hier. Es sieht gut aus. Ich habe alle 10 Münzen. Was bekommt man dafür? 3000 Punkte. Und ein Leben. Glaube ich. Ich habe zuerst 2 Leben und jetzt 3 Leben. Ich denke mal, dass es daran liegt. 1, 2. 1. Oh, das hat nicht gereicht. Okay, dann. Durch die Münze, ernsthaft? Habe ich sogar bekommen, den Typen? Ah, das war dumm. Das war sehr dumm. Zack. Wow, wow, wow. Brüht dich. Aber die Stage habe ich jetzt auch mal geschafft. Beziehungsweise Phase, okay. Oh, oh, okay. Ja, die Störung ist schon sehr ungenau. Jetzt sind Koopas dabei. Gut zu wissen. Die Koopas sind mir ehrlich gesagt auch lieb. Bär. Zack. Also wenn man es ein bisschen kann, macht sogar Spaß. Anfangs fand ich das Spiel ziemlich dumm. Ja, jetzt finde ich es auch wieder dumm, weil ich diese Feuerbälle nicht leiden kann. Hey, jetzt kommt der da drüben raus, ist es denn ernst? Ach, bei den Krabben ist es anscheinend verdreht, oder? Jetzt, was ist denn das? Komm, 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 komm. Los, los. Ah, Mist. Ich bleib lieber mal hier unten, wo es sicher ist, wollte ich gerade sagen. Komm. Okay, den müsste ich jetzt bekommen. Schön. Gibt es jetzt wieder ein Bonusspiel? Ne, leider nicht. Oh, das ist gemein. Das ist dumm, wenn ich da jetzt lang gehe. Komm mal her.
Ach, jetzt dreht er um. Denkt er sich. Hä? Scheiße, jetzt hab ich Angst. Zack. Ist es nicht der letzte da? Oh, schön, hab ich sogar bekommen. Bitte lass mich in Ruhe. Komm, 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 bleib. Ja, genau. Unfair. Das ist eindeutig Schiebung. So, der kriegt mich nicht mehr. Phase 7 kommt noch ein Bonus-Game. Mist. Jetzt geht die Folge sogar schon 20 Minuten, weil ich glaube, was rausschneide. Ich muss nämlich sagen, wenn ich so ein Video beginne, warte ich aber noch 3 Minuten, bis ich dann irgendwie anfange, irgendwas zu sagen oder überhaupt erstmal das Spiel zu starten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Mist. Nein, 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 er rennt voran. Naja. Dann würde ich sagen, das war es auch schon mal in der Folge. Ich kann ja mal gucken, was es beim nächsten Mal für ein Spiel gibt. Ach, Donkey Kong Jr.? Donkey Kong Jr. natürlich. Egal, so. Ich erkläre es nächste Folge. Tschüss.